Axel Schlosser an der Trompete. Volker Engelbert am Piano Forte. Die HR Big Band. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank und herzlich willkommen zu Swingin' Christmas 2021. Es ist ja noch nicht, hat sich ja noch nicht so ganz normalisiert. Ist noch aus der Abteilung, früher war mehr Lametta. Aber Sie sind da und das ist schon mal ein Fortschritt zum letzten Jahr. Wir haben eine Show von ca. 1,15 für Sie, Stunde 15 Minuten. Wir haben eigentlich alle nötigen Zutaten. Bäume sehen Sie schon, Geschenke, obwohl die nicht geöffnet werden. Wir haben einen wunderbaren Vokalsolisten, wir haben schöne Geschichten, einen ganz fantastischen Erzähler und bewährte und geliebte Weihnachtslieder, amerikanische, internationale, deutsche. Das nächste ist von Mel Tormé und Martin Scales spielt an der Gitarre für Sie The Christmas Song. Thank you.
Ja, vielen Dank für Martin Scales und The Christmas Song. Und nun ist es Zeit für unseren ersten Gast, für den Vokalsolisten des Abends. Ein wirklich toller Sänger, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Ich glaube, es sind deutlich über 30 Jahre. Und ich erinnere noch, als ich ihn das erste Mal sah, hat er mich komplett überrascht. Weil er nämlich mitten des Bujazzo, das Bundesjazzorchester, wo alle eher in Strickpulli und ähnlichem auf der Bühne waren, schon im Smoking auftrat. Das war ein ziemlicher Erfolg, auch weil er fantastisch singt. Den Smoking hat er heute auch. Und hier ist für Sie Jeff Cascaro. Since there's no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I bought some corn for popping. The lights that I've turned down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, oh, I ain't going out in the snow. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we'll say goodbye. And, but as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Is frightful, but the fire's so delightful. And since there's no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights that I turned down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, oh, I ain't going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way I'll be warm. Oh, the fire has slowly died, and my digging if is still in goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow. Vielen, vielen Dank und einen ganz wunderschönen vorweihnachtlichen Abend wünsche ich Ihnen. Quasi zu 70% von Angesicht zu Angesicht, das gefällt mir. Ja, zum Klatschen kann mal die Maske runterfallen, das macht gar nichts, mir macht es gar nichts. Schön, dass Sie da sind. Wir haben ein paar Stücke mitgebracht und vorbereitet, die es in dieser Form
natürlich schon gibt, das wäre ja Quatsch, also, um die spielen zu können, muss es sie ja geben, aber die Arrangements sind doch zum Teil sehr ungewöhnlich und das erste Stück, ist, was wir jetzt aus dieser Reihe machen, Entschuldigung, hat so ein bisschen den Geschmack, das ist ja wirklich mal was anderes. Willkommen, O Come All Your Faithful. Faithful, joyful and triumphant. Oh come ye, oh to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. It's Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltations. Sing all you citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Oh, come. Let us adore him, it's Christ the Lord. On this happy morning, Jesus, to thee be all glory given. Son of the Father, now in flesh appearing. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. It's Christ the Lord. Oliver Eichdamm, alt Saxophone, big hand. Das nächste Stück ist ein alter Gospel, den ich zufällig entdeckt habe auf einer Platte, die ich schon ganz lange hatte, nämlich von Roberta Flack. Dieses Stück hat mich wirklich umgehauen und ich habe gedacht, also wenn ich irgendwann mal die Chance habe, das zu singen, dann tue ich das. I told Jesus. Musik.
I told Jesus be all right if you change my name. I told Jesus be all right if you change my name. I told Jesus, I told Jesus, be all right if you change my name. Told me he said the world will turn away from you, child, if I change your name. He said the world will turn away from you, child, if I change your name. For I told Jesus, I told Jesus, there's be your father won't know your child if I change your name. Your mother won't know you, child, if I change your name.
a change my name. Jeff Cascaro. Vielen Dank. Jeff würde jetzt vielleicht abgehen, das tut er aber nicht, denn er hat sich vorgenommen, lieber noch etwas zu bleiben und dem nächsten Block zu lauschen, hautnah, nämlich dem, was auch zu unserem Swing and Christmas immer dazugehört, Geschichten. Und wir haben nicht irgendjemanden zum Lesen, sondern ein wirkliches Urgestein, ein hessisches Urgestein, ein deutsches Schauspiel-Urgestein. Es würde viel zu lange aufzuzählen, was er alles gemacht hat, wie tolle Sachen er gemacht hat. Er ist überhäuft von, hätte ich fast gesagt, mit Auszeichnungen und Preisen. Bundesverdienstkreuz ist mit dabei. Und wir sind sehr, sehr stolz, dass er heute da ist. Walter Renneisen. Dankeschön. Gibt es einen Weihnachtsmann? Zwei Kinderbriefe. Die 8-jährige Virginia O'Hanlon aus New York wollte es ganz genau wissen. Darum schrieb sie an die Tageszeitung Sun einen Brief. Ich bin 8 Jahre alt. Einige von meinen Freunden sagen, es gibt keinen Weihnachtsmann. Papa sagt, was in der Sun steht, ist immer wahr. Bitte sagen Sie mir, gibt es einen Weihnachtsmann? Virginia O'Hanlon. Die Sache war dem Chefredakteur Francis Church so wichtig, dass er selber antwortete, auf der Titelseite der Sun. Virginia, deine kleinen Freunde haben nicht recht. Es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn, so gewiss wie die Liebe, die Großherzigkeit und die Treue. Weil es all das gibt, kann unser Leben schön und heiter sein. Wie dunkel wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe. Die wichtigsten Dinge bleiben meistens unsichtbar. Es gibt einen Schleier, der die wahre Welt verhüllt. Nur Glaube, Poesie und Liebe können ihn lüften. Dann werden die Schönheit und die Herrlichkeit dahinter auf einmal sichtbar. Frohe Weihnachten, Virginia. Dein Francis P. Church. Dieser Brief stammt aus dem Jahr 1897 und wurde alle Jahre wieder auf der Titelseite der Zeitung abgedruckt. Auch die deutsche Zeitung Sun hat es ein Jahr lang getan. Jetzt ein Kinderbrief aus Italien. Lieber Weihnachtsmann, zu Hause genauso wie in der Schule bin ich lieb und böse, aber öfter böse. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich dir schreibe. Diesmal hätte ich ein paar Fragen an dich. Erstens, wie alt bist du? Zweitens, wie viel wiegst du? Drittens, wie groß bist du? Viertens, hast du Kinder? Sag mir die Wahrheit, ich kenne das Leben. Fünftens, gibt es eine Weihnachtsfrau? Wenn ja, bring ein Foto von der Hochzeit mit. Ciao, Schmatz, Bruno. PS, sei diesmal aber pünktlich. Astrid Lindgren, Pelle zieht aus. Pelle ist böse. Er ist in einem solchen Grade böse, dass er beschlossen hat, von zu Hause wegzuziehen. Man kann einfach nicht weiter bei einer Familie wohnen, wo man in dieser Weise behandelt wird. Das war morgen, als Papa ins Büro gehen wollte und seinen Füllfederhalter nicht finden konnte. Pelle, fragte Papa und packte Pelle hart am Arm, hast du schon wieder meinen Füllfederhalter genommen? Pelle hat schon manchmal Papas Füller ausgeliehen, aber heute nicht. Heute steckt der Füller in Papas brauner Jacke, die im Schrank hing. Pelle war vollkommen unschuldig. Und Papa, der ihn so hart am Arm gepackt hatte, war der unschuldig? Und Mama? Sie hielt selbstverständlich zu Papa. Das hört jetzt auf. Pelle hat die Absicht, auszuziehen. Aber wohin? Ah,
Er kann zur See gehen, wo die großen Schiffe und die großen Wellen sind. Dort kann man ersaufen. Dann können die zu Hause aber jammern. Er kann auch nach Afrika fahren, wo wilde Löwen herumlaufen. Wenn dann Papa abends nach Hause kommt und wie immer fragt, wo ist mein kleiner Pelle? Dann weint Mama und sagt, Pelle ist von meinem Löwen aufgefressen worden. Ja, ja, so geht das, wenn ungerecht ist. Ja, Afrika ist so weit weg. Pelle würde gern etwas mehr in der Nähe bleiben, damit er sehen könnte, wie Papa und Mama nach ihm weinen. Er beschließt deshalb, nach Herzhausen zu ziehen. Herzhausen, so nennt das kleine rote Häuschen unten im Hof, mit dem Herz in der Tür. Ja, doch, dort will er hinziehen. Er fängt sofort an zu packen, seinen Ball in eine große Papiertüte, seine Mundharmonika und eine Kerze in einen kleinen Koffer. Ja, in 2 Tagen ist Weihnachten. Pelle will in Herzhausen Weihnachten feiern. Da will er dann sein kleines Licht anzünden und O du Fröhliche, O du Selige auf der Mundharmonika spielen. Das wird sehr traurig klingen. Man wird es bis hinauf zu Mama und Papa hören können. Pelle nimmt den Koffer in die eine Hand, die Papiertüte in die andere und geht direkt durch die Küche, damit Mama sehen kann, dass er jetzt umzieht. Na Pelle, willst du ausgehen? Fragt Mama. Pelle antwortet nicht. Ausgehen, die wird sich noch wundern. Mama sieht, dass Pelle eine kleine tiefe Falte auf der Stirn hat. Pelle, Liebling, was hast du denn? Wo willst du denn hin? Ich ziehe um. Wohin denn? Nach Herzhausen. Aha. Und wie lange willst du dort bleiben? Immer. Dann kann Papa ja jemanden anders beschuldigen, wenn er wieder seinen ollen Füllfederhalter verschlampt hat. So, lieber guter Pelle, willst du nicht bei uns bleiben? Wir haben vielleicht manchmal Unrecht, aber wir lieben dich doch sehr, so sehr. Pelle zögert, aber nur einen Augenblick. Er schiebt Mamas Arm beiseite, wirft ihr einen letzten vorwurfsvollen Blick zu und wandert davon. Eine halbe Stunde vergeht, dann hört Mama einige schwache Mundharmonika-Töne. Es ist Pelle. Er spielt nun Ade, du mein lieb Heimatland. Herzhausen ist ein richtig gemütlicher Ort, findet Pelle. Für den Anfang jedenfalls. Den Ball, den Koffer, die Mundharmonika hat er so heimelig wie möglich aufgebaut und in das Fenster hat er das kleine Licht gestellt, die kleine Kerze. Wie hell wird sie dort am Weihnachtsabend leuchten, falls Papa und Mama aus dem Esszimmerfenster heruntersehen. Am Esszimmerfenster steht nämlich immer der Weihnachtsbaum. Und unter dem Weihnachtsbaum, ja natürlich, die Weihnachtsgeschenke. Pelle schluckt. Nein, er hat nicht die Absicht, irgendwelche Weihnachtsgeschenke von Leuten anzunehmen, die behaupten, dass er Füllfederhalter stiehlt. Noch einmal spielt er nun Ade, du mein lieb Heimatland. Lang, sehr lang wird die Zeit in Herzhausen. Ach, Pelle will so gerne in die Wohnung hinaufgehen und sehen, ob sie sehr weinen. Es ist so schwer, einen Grund dafür zu finden. Dann hat er einen Einfall. Er rennt, nein, er springt über den Hof, die Treppe hinauf in die Küche. Mama, wenn für mich Weihnachtspostkarten ankommen, willst du dann bitte dem Briefträger sagen, dass ich umgezogen bin? Mama verspricht es ihm. Dann geht er wieder zur Tür. Die Füße sind ihm wie Blei. Pelle, was machen wir denn mit deinen Weihnachtsgeschenken? Kommst du herauf, holst sie oder sollen wir sie nach Herzhausen hinunterschicken? Ich will keine Weihnachtsgeschenke. Aber Pelle, das wird ja ein schrecklicher Weihnachtsabend. Kein Pelle, der die Kerzen am Tannenbaum anzündet. Kein Pelle, der dem Weihnachtsmann die Tür aufmacht. Alles, alles ohne Pelle. Ihr könnt euch ja einen anderen Jungen anschaffen. Nie im Leben. Pelle oder keinen. Es ist immer, immer nur unser Pelle, den wir so lieb haben. Ach so. Ja. Papa und ich, wir werden hier herumsitzen und den ganzen Weihnachtsabend weinen.
Wir werden nicht einmal die Lichter anzünden. Wir werden nur weinen. Da lehnt Pelle den Kopf an die Küchentür und fängt an zu weinen. So herzzerreißend, so laut, so durchdringend, so fürchterlich. Er hat ja so großes Mitleid mit Papa und Mama. Und als Mama ihre Arme um ihn legt, da drückt er sein Gesicht an ihren Hals und weint noch mehr so sehr, dass Mama ganz nass davon wird. Ich verzeihe euch. Danke, lieber Pelle. Viele Stunden später kommt Papa aus dem Büro nach Hause und ruft wie immer, bereits in der Diele, wo ist mein kleiner Pelle? Hier, schreit Pelle und wirft sich Papa in die Arme. Christmas tree, oh Christmas tree, how are thy leaves so verdant? Oh Christmas tree, oh Christmas tree, how are thy leaves so verdant? Not only in the summertime, even in winter, is thy prime, O Christmas tree, O Christmas tree, how high thy so burdened. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Thank you.
eine Big Hand. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, the candles shine out brightly. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, the candles shine out brightly. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Christmas tree, oh Christmas tree, the candles shine out brightly. All Christmas tree, all Christmas tree, the candles shine out brightly. Jeff Cascaro, da ist er wieder. In meinem Alter brauche ich ab und zu mal eine Pause. Vor allem, wenn das gerade so wunderbar Weihnachtsmann Rio mit kurzen Hosen und Flipflops, da fängt man schon mal manchmal an. Habe einen anderen Gedanken. Tut mir wirklich leid. Das nächste Stück ist eine ganz fantastische Komposition von Bill Withers. Wird selten gespielt, aber behandelt das Thema von, wie soll ich sagen, dass das Schenken eigentlich das Geschenk ist und nicht, dass man etwas bekommt. The gift of giving. Winter wind on the window, a Christmas trees, a take a show from the burrow, a carve a knee, a send the coat to the widow. See what she needs, and for the gift of the giving, as you ever receive, as you ever receive. I see the smiles on the faces of children, places you go. I feel the love that you've given. A friendship, a friendship from the friendship you. Thank you.
the places you go. I feel the love of the love you have given. A friendship. A friendship. The gift of a giving. Jeff Cascaro. Und jetzt lassen wir ihn gehen. Jeff Cascaro. Und hier ist noch einmal mit einem weiteren Geschichtenblock Walter Renneisen. Ja, ich erzähle jetzt meine Weihnachtsgeschichte. Ich habe wirklich eine Weihnachtsgeschichte, an die ich mich aber nicht erinnern kann. Ein Bekannter, der im gleichen Dorf aufgewachsen ist, hat sie mir erzählt und hat verbürgt, ich wäre dabei gewesen. Also, es war zwischen den Jahren 1946 und 1950, war damals 6 bis 10 Jahre alt, wirkte bei einem Krippenspiel mit, das am Weihnachtsfeiertag in der Kirche aufgeführt wurde. Titel: Maria und Josef. Ich war der Erzähler, die anderen Kinder spielten Maria, Josef, die heiligen drei Könige, Hirten und so weiter. Es war ein junger, ehrgeiziger Vikar, der sich viel Mühe gab. Wir bekamen sehr aufwendige Kostüme, aber moderne Kostüme. So hatte zum Beispiel der Darsteller des Josef ein weißes Hemd, eine schwarze Hose mit Hosenträgern. In der Aufregung hat er vergessen, vor der Vorstellung den Hosenstall zuzumachen. Er bemerkte es auch während des Spiels nicht, obwohl wir ihm Zeichen gaben, so, und er, gut. Aber nur die vorderen Reihen konnten das eigentlich sehen. Und so verbreitete sich das wie ein Lauffeuer in der Kirche. Die hinteren Reihen standen dann auf, um zu sehen, was da passierte. Und das muss man sich vorstellen, es war der zweite Weihnachtsfeiertag. Die Kirche proppenvoll. Man hätte ja gern über diesen Tatbestand lachen wollen, aber damals wurde weder gelacht noch geklatscht. Man durfte nicht. Es entstand eine Massenhysterie, eine Lachunterdrückung. Bissen sich in die Finger, und auf jeden Fall, ich brachte die Erlösung mit meinem Schlusssatz: Josef ging hinein, der Stall stand offen. Das war jetzt meine Weihnachtsgeschichte. Nicht wahrscheinlich, also... Es soll eine Lachexplosion stattgefunden haben. Wahrscheinlich hat das Kirchendach 1 Meter gehoben, ist dann wieder runter. Und soll auch dann, man weiß ja, wenn so gelacht wurde, 10 Minuten später fängt es dann nochmal an. Aber egal. Also, eine andere Geschichte. Karl-Heinz Schaaf. Die Flucht nach Ägypten fand nicht statt. Für die Bewohner des Dorfes Obergschwendt im Allgäu war es so sicher wie das Abend in der Kirche. Jedes Jahr am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde im Saal des Wirtshauses zum Lamm ein richtiges Theaterstück aufgeführt. Die Schauspielgruppe war in der ganzen Gegend bekannt, ja berühmt. Sie konnte gewiss sein, auch diese Weihnachten wieder ein volles Haus zu haben. Anfang Oktober erfuhren die Schauspieler vom Lehrer, dass das Stück »Die Flucht nach Ägypten« auf die Bühne gebracht werden sollte. Ende Oktober bekamen sie ihre Rollen, die Probenarbeit konnte beginnen. In der zweiten Dezemberwoche war das Bühnenbild fertig, die Kostüme lagen bereit, das Spiel nahm Form und Gestalt an. Nur einer fehlte noch, der Esel. Nach Meinung der Obergeschwänter gehörte unbedingt zur Flucht nach Ägypten. Nun weiß man, dass vierbeinige Esel sehr selten geworden sind. Das war ein Witz. Ich lese noch mal vor. Nun weiß man, dass vierbeinige Esel sehr selten geworden sind. Gut. Ja.
Es ist halt der einzige Witz da drin. Und vielleicht kann mir jemand nach der Vorstellung sagen, wie ich es besser machen könnte. Also gut. Nach einem Suchen fand der Lammwirt ein geeignetes Tier und damit war die Obergeschwender Schaubildgruppe gewissermaßen komplett. Am zweiten Weihnachtsfeiertag war es dann soweit. Die Bewohner Obergeschwends zogen wie in einer Prozession zum Lamm. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Das Klingelzeichen ertönte, der Vorhang hob sich zur Flucht nach Ägypten. Nun zeigte sich, dass die Probenarbeit in den langen Wochen vorher nicht umsonst gewesen war. Das Spiel lief wie am Schnürchen. Draußen, vor dem Bühneneingang, wartete unterdessen geduldig der Esel. Sein Auftritt kam erst im dritten Akt, kurz vor der Pause. Und dies sollte der Höhepunkt der Aufführung werden. Die entscheidende Szene fing an. Auf der Bühne schnürte der heilige Josef sein Bündel. Und hinter der Bühne setzte sich Maria auf den Rücken ihres Reittieres, mit dem Jesuskind eine Puppe im Arm. Die heilige Familie war bereit für die Flucht nach Ägypten. Josef sprach den entscheidenden Satz: So will ich denn auf Gottes Geist antreten, diese schwere Reis. Auf das Stichwort Reis schob der Grauschimmel seinen Kopf aus den Kulissen, stellte die Ohren auf und musterte neugierig das Publikum. Dabei blieb es. Josef kraulte ihn zwischen den Ohren, brav, 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 und zog sanft am Halfter. Keine Reaktion. Er zog etwas stärker. Der Esel verdrehte die Augen und fletschte die Zähne, aber er blieb wie angewurzelt stehen. Es half nichts, Josef musste dem Helfer hinter den Kulissen einen Wink geben, der drückte mit aller Kraft auf das Hinterteil des Esels und versuchte ihn auf die Bühne zu schieben. Aber das Tier bewegte sich noch immer nicht. Für den Fall war kein Text vorgesehen, so blieb dem Darsteller des heiligen Josef nichts weiteres übrig, als einen passenden Text zu erfinden. Na, wird's bald? Komm schon, Affe geht's, hihi, Affe geht's. Der Esel rührte sich nicht von der Stelle. Inzwischen war der Bürgermeister hinter die Bühne gerannt. Die Szene musste gerettet werden. Der gute Ruf Obergeschwänz stand auf dem Spiel. Jetzt drückten der Helfer und der Bürgermeister gegen das Hinterteil des Esels. Josef zerrte am Halfter. Maria sagte ständig, hier, hier, los, los, marsch, schnallte mit der Zunge und trat dem Esel mit den Fersen heftig in den Bauch. Doch der blieb stehen, stocksteif mit streckten Vorderbeinen. Da schrie der heilige Josef, du Saupreis, du Damischer, du kommst jetzt mit nach Ägypten und wenn du verrecken solltest. Diese Sprache muss der Esel verstanden haben. Denn plötzlich sprang er mit einem Satz mitten auf die Bühne. Josef verlor den Halt, fiel auf den Rücken. Der Helfer, der Bürgermeister gingen ebenfalls zu Boden. Nur Maria hielt sich krampfhaft mit einer Hand am Sattel fest und drückte mit der anderen das Christkind an die Brust. Da aber setzte der Grauschimmel zu einem zweiten Sprung an, über die Rampe hinweg, genau auf den Tisch, an dem der Pfarrer und die Gemeinderäte saßen, schlitterte mit dem Tischtuch noch ein Stück vorwärts und blieb dann mit jähem Ruck stehen. Maria konnte sich nicht länger im Sattel halten, flog mitsamt dem Kind im hohen Bogen herunter, streifte im Sturz den Pfarrer, rief entsetzt, Jesus, Maria und Josef, verdrückte sich durch einen Seiteneingang und ließ Kind, Esel und den heiligen Josef im Saal zurück. Der Vorhang fiel. Die Flucht nach Ägypten fand nicht statt. Ich habe... Jetzt gibt's einen Bruch, jetzt wird's ernst. Denn jetzt nenne ich den Titel des Gedichtes von Kurt Marti, Flucht nach Ägypten. Nicht Ägypten ist Fluchtpunkt der Flucht. Das Kind wird gerettet für härtere Tage. Fluchtpunkt der Flucht ist das Kreuz. Und jetzt ein Gedicht von Ernst Jandl, und das ist praktisch die Klammer des heutigen Abends. Die Frage war, gibt es einen Weihnachtsmann? Ernst Jandls Gedicht hat die Überschrift, niemals war ein Weihnachtsmann. Niemals war ein Weihnachtsmann, aber
Das Christkind. Der Glanz war blendend. Wunderbar. Das ganze Zimmer war blendend. Und der schöne Christbaum. Und die vielen schönen Sachen. Seit über 40 Jahren habe ich nicht mehr daran geglaubt. Aber jetzt beginnt sich etwas zu ändern. Alles kann mich plötzlich blenden. Nämlich jedes gewöhnliche Ding. Da wird das ganze Zimmer, in das ich eingesperrt bin, groß und weiß und blendend. Wunderbar. Thank you.
Ja, das war ein deutsches Weihnachtslied. Das ist ein Ros entsprungen. Wir hatten unter anderem Steffen Weber am Tenorsaxophon, Martin Auer am Flügelhorn. Und jetzt ist es wieder Zeit für unseren Gesangssolisten und der stellt etwas verfrüht die Frage: What are you doing New Year's Eve? Hier ist Jeff Cascaro. Maybe it's much too early in the game. Oh, but I thought I'd ask you just the same. What are you doing New Year's? New Year's Eve. One of those arms will hold you good and tight when it's exactly 12 o'clock at night. What are you doing New Year's? New Year's Eve. Maybe I'm crazy to suppose I'll ever be the one you chose out of a thousand invitations. But just in case I stand a little chance, here comes the jackpot question in advance. What are you doing New Year's? Just in case I stand one little chance, here comes the jackpot question in advance. What are you doing New Year's? New Year's Eve. What are you doing? Am Flügel und Martin Auer. Christmas, baby, sure did treat me nice. Merry Christmas, baby, sure did treat me nice.
a diamond ring for Christmas. Now I'm in paradise. I'm feeling mighty fun. I got good music on my radio. I'm feeling mighty fun. Got good music on my radio. But all I care is to kiss you at the mistletoe. Saint Nick came down the chimney at 3:30. But all the pretty presents that you see before me. Merry Christmas, baby. It sure been good to me. I hadn't had a drink this morning. Oh, but I'm lit up like a Christmas tree. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute Hoch, heilige Paar. Holder Knabe in lockigem Haar, schlaf in himmlischer Ruhe. Schlaf in himmlischer Ruhe. Thank you.
silent night. Oh, holy night, all is calm, all is bright round yon virgin sweet mother and child, holy infant so tender and mild, asleep in the heavenly peace, sleep in the heavenly peace, asleep in the Schlaf in der himmlischen Ruh. Holy night. Stille Nacht. Yes. Holy night, holy night. Jeff Cascaro. Vielen, vielen Dank für diejenigen, die bei Swingin' Christmas schon mal gewesen sind. Sie wissen, das ist unser traditioneller Closer. Closer? Stille Nacht. Zunächst mal vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Es ist ein Fortschritt zum letzten Mal. Es sind Menschen da und wir hoffen alle mal zusammen, gemeinschaftlich, dass wir nächstes Jahr wieder mehr sind mit einem Doppelshow, also zwei Konzerthälften, wie das mal ganz früher so war. Der Wunsch bleibt und wir sollten stark und zuversichtlich bleiben. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Kommen und zwar im Namen der HR Big Band. Im Namen aller Beteiligter, der Redaktion, der Regie, Bildregie, Tonregie, allen, die die Veranstaltung möglich gemacht haben, vielen, vielen Dank an alle. Danke an den famosen Walter Renneisen. Und noch einmal an den wunderbaren, einzigartigen Jeff Cascaro. Haben Sie ein gesegnetes Weihnachtsfest, ruhige Tage zwischen den Jahren und ein mit Sicherheit besseres Jahr im nächsten Jahr. Vielen Dank fürs Kommen. Gute Nacht. Fröhliche Weihnachten Ihnen allen. Holy night. Band unter der Leitung vom famosen Jörg Achim Keller.